Herr Präsident, meine Damen und Herren, um es vorwegzunehmen, Ihre kleine Anfrage, Herrschaften von der FDP, zum Thema Krankenstand in der Polizei Mecklenburg-Vorpommern ist 10-mal besser als der hier vorliegende Antrag. Die Anzahl der Krankentage hat, und das ist ja mit der Anfrage zweifelsfrei bewiesen worden, von 2006 bis zum vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Etwas weniger bei den unter 39-jährigen Polizeiangehörigen, schon mehr bei den 40- bis 49-Jährigen und sehr deutlich von rund 40.000 auf rund 63.000 Tagen bei den 50- bis 59-jährigen Beamten. Pech für Sie von der FDP, dass Ihnen das Innenministerium nunmehr mit einer eigenen, gleichlautenden Initiative offenbar zuvorgekommen ist. Wie die Deutsche Presseagentur am 13. August meldete, arbeitete das Haus Cafier bereits an einem Rahmenkonzept Gesundheitsmanagement. Da dürfen wir schon jetzt gespannt sein. Im Ernst, ein Rahmenkonzept Gesundheitsmanagement ist aus Sicht meiner Fraktion ein Herumfuschen an den Symptomen. Die Prinzipien des Raubtierkapitalismus, den auch Sie von der FDP letztendlich hochleben lassen, haben schneller, als so mancher von Ihnen es liebhaben will, auch die Polizei in Mecklenburg und Vorpommern erreicht. Man könnte auch sagen, immer weniger sollen immer mehr arbeiten. Zum einen wird dabei immer wieder auf die Zunahme der Aufgabe für die Polizei hingewiesen. Zum anderen werden Stellen gestrichen, was zwangsläufig zu einer Arbeitsverdichtung für die Verbliebenen führen wird. Zwar soll dies durch die mehr als fragliche Freisetzung von 2070 Stabsmitarbeitern für operative Aufgaben ausgeglichen werden, doch wurden seit 2001 weit über 500 Stellen gestrichen. Benötigt werden, schaut man sich die Altersentwicklung an, schätzungsweise 1000 neue Beamte. Das sagt die Gewerkschaft der Polizei im Landesbezirk Mecklenburg-Vorpommern. Denn das Durchschnittsalter der Polizei stieg nach Angaben aus dem Hause Cafier von 42,9 Jahren in 2006 auf 44,1 Jahre im vergangenen Jahr. Laut Angaben der Gewerkschaft der Polizei würde sich durch eine allgemeine Überalterung die vernachlässigte Personalplanung noch einmal verschärfen. Und das angesichts einer vermehrten Zahl von Einbrüchen, Diebstählen und Menschenschmuggel. Delikte, die seit der Grenzöffnung zu Polen vom 21. Dezember, genau Herr Müller, vom 21. Dezember 2007 eine rasante Zunahme erfahren haben. Geht die Entwicklung so weiter, werden in absehbarer Zeit in die Jahre gekommene Beamte Verbrechern nachjagen, die jung, dynamisch und hochgerüstet sind. Und hier liegt der Hund begraben. Da können Sie noch so viele Gesundheitskonzepte ausarbeiten bzw. fordern. Nachwuchs muss her. Alles andere, wie etwa die Forderung nach mehr Dienstsport, ist geradezu zynisch. Unsere Forderung nach einer ausreichenden finanziellen Ausstattung der Polizei als Bestandteil der öffentlichen Grundversorgung bleibt ebenso bestehen wie die nach der Einstellung von jüngeren Polizisten und jene nach Wiedereinführung der stationären Grenzkontrollen sowieso.